Schritt 1. Zieh die Kleidung aus, denn unsere Anziehsachen sollen ja nicht nass werden. Oh! Ich habe aber überhaupt gar keine Anziehsachen an. Ich kann mich gar nicht ausziehen. Vielleicht lässt sich da ja irgendwas machen. Aha, schwupps. Hier, ein Ofenhandschuh ist sowas wie Kleidung. Zieh mal an. Oh, Kleidung. Schritt 1, zieh deine Kleidung aus. Danke. Jetzt bin ich bereit für ein Bad. Perfekt. Schritt 2. Jetzt brauchen wir Wasser. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Du prüfst es mit der Hand. Ungefähr so. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Oh, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Oh, das ist zu heiß. Ja, dann machen wir es kälter. Oh, jetzt ist es zu kalt. Zu kalt? Gut, na schön. Dann machen wir es wieder wärmer. Oh, jetzt ist es wieder zu heiß. Wieder zu heiß? Gut, hier. Oh, kalt. Hier. Oh, heiß, heiß. Oh, heiß, heiß, heiß. Oh, kalt. Kalt. Zu heiß. Ah, Augenblick mal, kleiner Onkel. Du hast ja überhaupt nicht mehr deine Hand im Wasser. Oh, ganz vergessen. Oh, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das ist genau richtig. Okay. Yeah. Schritt 3. Alles klar, kleiner Onkel. Jetzt brauchen wir Seife. Mit Seife wirst auch du wieder blitzeblank. Das ist, wenn man sauber und kuschelig-wuschelig ist. Das Gegenteil von mir. Keine Sorge, kleiner Onkel. Wir kriegen dich schon sauber und kuscheln später im Bett zusammen. Na, dann wollen wir mal schrubben. Kleiner Onkel, halt still, sonst kann ich dich nicht einseifen. Ich versuch's ja, aber ich bin so kitzlig. Dann waschen wir als erstes deine Hände. Vielleicht bist du da nicht so kitzlig. Das kitzelt. Okay, und was ist mit deinen Füßen? Okay, versuchen wir's. Das kitzelt, das kitzelt, das kitzelt. Na schön, und was ist dann mit deinem Kopf? Okay, das kitzelt sich ja auch. Okay, schrubbidi-schrubbi. Kleiner Onkel, ich hab dich nicht mal angefasst. Hört sich an, als ob da ordentlich geplanscht wird. Brauchst du Hilfe? Nein, kleiner Onkel benimmt sich nur ganz schön albern. Schritt 4. Was jetzt? Jetzt kommt das Abduschen. Das wäscht die ganze Seife vom Körper. Und es ist erfrischend. Mach deine Augen zu, damit da keine Seife reinkommt. Augen zu. Oh. So wohltuend und erfrischend fühlt sich an wie ein sanfter Regenschauer. Entspann dich nicht zu sehr, kleiner Onkel. Ein Schritt steht dir noch bevor. Dann sind wir fertig. Nein, das macht so viel Spaß. Ich will gar nicht mehr aufhören zu baden. Aber wenn wir nicht fertig werden, können wir doch nicht kuscheln. Oh nein, das ist eine schwierige Entscheidung. Baden, kuscheln. Baden, kuscheln. Baden. Kuscheln. Habe ich mir gedacht. Schritt 5. Okay, jetzt, mein werter Herr, heißt es abtrocknen. Abtrocknen ist mein Lieblingsschritt. Es ist warm und kuschelig und fühlt sich so gut an. Oh ja, ja, ich möchte das jetzt alles auch fühlen. Hä? Kleiner Onkel?